Hallo und ein herzliches Willkommen bei meinem YouTube-Kanal. Hier ist Christina Augenstein, eure Glückstherapeutin, und ich bin sehr froh, dass du hier bist. Es freut mich sehr. Ich möchte mich als allererstes bedanken bei allen, die mir in den letzten Wochen geschrieben haben, dass sie sich über meine Videos freuen und dass sie sie als Tipps gut finden und dass sie sich über meine Tagesbotschaften freuen und auch mein Buch gefällt ihnen sehr, meine CD. Das Orakeldeck muss anscheinend ganz gut ankommen, weil es so schön ist und weil es tolle Botschaften dabei sind. Und ich mache zurzeit wieder vermehrt Erstgespräche. Das gibt es ja als kostenloses als Geschenk, könnte man so sagen, auf meiner Homepage, genauso wie das Video beim Newsletter abonnieren. Also ich mache ja sehr, sehr viel und es macht mir auch sehr viel Spaß und ich bekomme von euch Feedback, dass es euch gut gefällt. Und es gefällt mir natürlich auch, deswegen mache ich es ja. Heute geht es um ein sehr wichtiges Thema. Es geht um das Thema Kommunikation, wieder einmal. Weil ich habe festgestellt, in den letzten, im letzten Monat des Jahres, also im Dezember, kamen sehr viele Botschaften, wo es mit Kommunikation, wo es um Kommunikation ging. Und ich lese mir ja immer eure Beiträge dazu, eure Kommentare dazu durch. Und ich habe ganz, ganz oft gelesen, also vermehrt in letzter Zeit, ich möchte ja mit ihm oder ihr reden, aber ich traue mich nicht. Oder ich habe geredet, aber es hat nichts geholfen. Ich habe alles gesagt, was ich sagen wollte, aber es hat sich nichts geändert. Und da wollte ich ein bisschen drauf eingehen, weil es wirklich so oft schon war. Und ich glaube, es gibt da draußen viele, viele Menschen, und du gehörst vielleicht auch dazu, zu den Menschen, die sich nicht trauen, etwas zu sagen oder die schon mal was gesagt haben, es hat nichts gebracht. Darauf möchte ich ganz kurz eingehen. Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Die erste Möglichkeit ist, dass du es schon mal gesagt hast, was dich ärgert oder dass du über irgendwas gesprochen hast, wo du Probleme eben damit hattest und es hat sich nichts geändert. Dann hat sich dein Ego gedacht, siehst du, hättest du deinen Mund gehalten, wärst du genauso weit wie jetzt. Und ich sage, nein. Denn du hast Mut bewiesen und hast deine Wahrheit ausgesprochen. Das ist viel, viel wert. Ja? Viel, viel mehr wert als das Ergebnis. Ja? Du kannst nämlich dann, wenn es kein Ergebnis gibt oder wenn es das Ergebnis nicht gibt, das du gerne haben möchtest, kannst du ja trotzdem deine Striche, also daraus was ziehen. Mir fällt jetzt das Wort gerade nicht ein. Also du kannst trotzdem daraus durch deine Gründe einen Schlussstrich ziehen zum Beispiel. Oder du weißt, was ich meine. Du kannst dann handeln, genau. Und hast trotzdem, gratuliere, deine Wahrheit gesagt. Es ist nämlich ganz, ganz wichtig, dass unser Kehlkopfchakra nicht verstopft. Wir sollten eigentlich zu 99%, außer es ist gefährlich für den anderen zum Beispiel, solltest du immer deine Wahrheit aussprechen. So, die zweite Möglichkeit ist, ich habe etwas gesagt, ich habe es gesagt, was ich sagen wollte, aber mir wurde nicht zugehört. Und ich sage, egal, Hauptsache ist, du hast es gesagt. Denn es ist bewiesen, wie in den amerikanischen Gerichten, da sitzen doch 12 Geschworene. Und die Rechtsanwälte sagen meistens irgendwas, wo dann der andere Rechtsanwalt wieder sagt, Einspruch, dann hört man wieder stattgegeben. Und es wird dann im Protokoll gestrichen. Aber die machen das mit Absicht. Die sagen nicht irgendwas, wo sie wissen, dass Einspruch kommt. Die sagen das genau deswegen, weil die Geschworenen nur Menschen sind und die Geschworenen es gehört haben, was hier gesprochen wurde. Auch wenn es im Protokoll gestrichen wurde. Und auch wenn es dann heißt, dieser Satz darf nicht verwendet werden bei eurer Schuldsprechung oder bei eurer Freisprechung. Trotzdem sind es immer noch Menschen. Und alles, was man jemals gehört hat, vergisst man nicht. Es wird trotzdem im Körper mit eingebaut und in meinen Gedanken mit eingebaut. Auch wenn es, wenn du jetzt etwas sagst zu der Person und die Person reagiert gar nicht,
Trotzdem hat sie es abgespeichert und trotzdem arbeitet es in der Person weiter. Auch wenn es zum Beispiel ein paar Monate dauert, bis dann irgendwas kommt. Vielleicht ist die Person recht blockiert und recht zu und kann einfach nicht damit umgehen und weiß nicht, wie sie es jetzt machen soll. Es gibt ganz, ganz viele Menschen auf der Welt, die brauchen Monate, bis sie sich einen Satz überlegt haben, wie sie damit umgehen sollen, was der jetzt bedeuten könnte und so weiter. Die spekulieren die ganze Zeit nach und wir sind, und es gibt dann Menschen, wie ich zum Beispiel, sind viel schneller. Das wäre das zweite Beispiel. Also auch wenn du was gesagt hast und es hat nicht gefruchtet oder es hat so den Anschein, als ob keine Reaktion käme, hat es trotzdem was gebracht. Erstens hast du es gesagt, das ist wieder ganz, ganz wichtig, damit dein Kehlkopfchakra frei wird. Weil alles, was du schluckst, bildet sich hier als Blockade und du bekommst dann im Hals Schwierigkeiten auf der körperlichen Ebene, wie zum Beispiel Halsschmerzen, Kehlkopfentzündung, die dann natürlich zu Husten wird, oder sogar Schilddrüsenprobleme. So, und die dritte Möglichkeit, das ist die Möglichkeit, dass du dich nicht traust, was zu sagen, weil du, haben die Leute geschrieben, Angst hast vor Ablehnung. Und da hast du vollkommen recht, gebe ich dir total recht. Kenne ich aus meinem eigenen Leben, ja, ich habe immer ganz, ganz oft irgendwas nicht gesagt, weil ich Angst hatte, dass ich diese Person verletze und die Person reagiert dann mit einem Wortschwall auf mich, sodass ich wieder verletzt worden bin. Oder dann, und dann traust du dich natürlich nichts mehr zu sagen, weil du ja niedergetrampelt wurdest, obwohl du nur deine Wahrheit gesagt hast, ja. Es geht ja nicht um Anschuldigungen, es geht ja nicht um schlimme Sachen, die du jemandem sagst, wie er dich stört und so weiter. Es geht um das, was deine Wahrheit ist, was du gerne möchtest, ja. Wenn du ein Problem auflösen möchtest, um das geht es, um diese Kommunikation geht es heute. Und du traust dich nicht, der Person überhaupt nicht mal gegenüberzutreten. Das kommt auch ganz, ganz oft vor. Ich habe da viele Menschen in meiner Praxis, die sagen, ich kann das nicht sagen, ich weiß gar nicht wie, ich traue mich da nicht. Das liegt daran, dass dir die Person als größer erscheint, als du es bist und viel mehr Macht hat über dich und du fühlst dich ganz, ganz klein und kannst gar nicht den Mut aufbringen, irgendetwas zu sagen. Dann würde ich dir empfehlen, weil du musst sagen, abgelehnt wirst du ja schon vorher. Wenn das Problem schon da ist, wirst du schon abgelehnt. Schlimmer kann es nicht werden. Wenn du dich damit beschäftigst, dass du schon abgelehnt wirst, jetzt schon, wenn das Problem da ist, dann ist es nicht mehr die große Angst, wenn du was sagst, nochmal abgelehnt zu werden, weil die Ablehnung kann sich nicht vergrößern. Die Ablehnung ist da Schluss aus. Also wenn eine Person zum Beispiel gar nicht mit dir spricht, weil sie nicht mit dir sprechen will, weil sie eben ein Problem hat mit dem Kehlkopfchakra, weil sie Angst hat. Also Personen, die nicht sprechen wollen, die haben sehr, sehr viel Angst. Die fühlen sich selber so klein. Und das musst du eigentlich wissen, wenn du mit Personen zu tun hast, die nicht sagen können, die jahrelang nicht mit dir reden zum Beispiel, die haben sehr, sehr viel Angst. Und du brauchst nicht noch mehr Angst vor dieser Person haben, weil die haben so viel Angst, alles auszusprechen, weil es alles so verstopft schon ist. Weil sich so angestarrt hat zum Beispiel. Also ich würde dir empfehlen, wenn das der Fall ist und du möchtest dieses Problem wirklich auflösen, was ich dir wirklich ans Herz lege, weil alle Probleme, die nicht ausgesprochen wurden, wenn dir die Person am Herzen liegt, muss ich dazu sagen, ja, dann bitte bemühe dich, das aufzulösen. Mach alles, was du kannst, um es aufzulösen, weil das blockiert deinen Erfolg, deine Fülle, deine Gesundheit, dein Leben. Und was ganz, ganz gut bei mir funktioniert hat, ich hatte mal ein ganz, ganz schwieriges Gespräch in meiner vorherigen Arbeit, bevor ich mich selbstständig gemacht habe. Und ich wusste, wenn dieses Gespräch negativ ausgeht, dann gibt es ein großes Problem in meinem Leben, dann gibt es ein großes Problem mit meinen Kindern, dann passt alles nicht mehr, dann muss ich aufgeben. Also habe ich mir gedacht, ich muss doch dieses Gespräch so hinbekommen, das ist bestimmt schon 10 Jahre her. Ich muss doch dieses Gespräch so hinbekommen und ich hatte große, große Angst, weil es ging um ein Gespräch mit meinem Chef.
Und der Chef ist ja bekanntlich machtvoller als du, hast du zumindest das Gefühl, weil er hat die Macht, über dich zu entscheiden. So, was habe ich gemacht? Ich habe wirklich 2-3 Wochen war ich fix und fertig und am Boden zerstört und ich wusste nicht, was ich machen sollte, denn ich wusste, das ist ein so wichtiges Gespräch, das muss unbedingt so ausgehen, wie ich mir das vorstelle, wegen meiner Kinder. Und Gott sei Dank ist mir eingefallen, ich telefoniere mit einer ganz, ganz guten Freundin, die sich in der Materie auch auskennt, wo ich eben gearbeitet habe und die auch die Person kennt, um die es ging und die mich kannte und die sehr sachlich formulieren kann. Und ich habe mit der, glaube ich, 2 Stunden telefoniert, weil die wohnt sehr weit weg von mir. Und wir sind dieses Gespräch durchgegangen. Sie hat gesagt, was möchtest du? Und ich habe ihr gesagt, ich möchte das, das, das. Und hat sie gesagt, okay, wir sprechen jetzt einfach durch, was könnte dein Gegenüber denn für Gegenargumente haben? Wenn er das und das sagt, dann sagst du das und das. Wenn er das und das sagt, wir haben das durchgespielt, 2 Stunden. Somit hatten wir alle Möglichkeiten durchgespielt, die es geben könnte, was der Gegenüber von mir eben sagen könnte, wo er was dagegen haben könnte. Und du wirst es nicht glauben. Also ich glaube es natürlich, weil ich habe es ja schon durchgemacht. Dieses Gespräch dauerte, keine Ahnung, 20 Minuten. Also es war wirklich ein ganz kleines Gespräch. Und als ich rausging, hatte ich solche Augen. Und ich habe mir nur gedacht, wow, ich habe alles geschafft, was ich wollte. Nur weil ich diese Angst vor diesem Gespräch abgelegt habe, einen Tag vorher am Abend war das. Weil ich alle Möglichkeiten durchgegangen bin und überall wusste, was ich darauf sagen könnte und wie ich das drehen könnte und so weiter. Und ich habe alles geschafft, was ich wollte. Ich habe alles durchgebracht. Und somit ging es mir natürlich wieder gut. Meinen Kindern ging es gut. Und wenn es deinen Kindern gut geht, geht es dir auch gut. Also es hat alles gut geklappt. Das sind so Möglichkeiten, die du selber ausprobieren kannst, wenn du eine Person hast, ob das der Chef ist oder dein Freund oder deine beste Freundin oder keine Ahnung, ein Familienmitglied, dann probier es aus, mit jemand anders darüber zu sprechen, wie du es formulieren sollst, wie du es sagen sollst, was denn vom Gegenüber kommen könnte und so weiter. Und wie gesagt, wenn nichts kommt, wenn was Blödes kommt, wenn sich nichts ändert, du hast es ausgesprochen, du hast es rausgebracht aus deinem System. Weil alles, was als dunkle Wolken in unserem System sich einlagert, stört, wie gesagt, alle unsere Bereiche in unserem Leben. Und das wollen wir ja eigentlich nicht. Das heißt, wenn du es rausgesagt hast, wenn du es gesagt hast, wenn du es rausgebracht hast und es ändert sich nichts oder es ist noch schlimmer oder sonst irgendwas, weil die Person überhaupt nicht mehr mit dir spricht oder weil sie weiterhin nicht mit dir spricht oder sonst irgendwas, kannst du trotzdem dein Leben verändern und zwar verbessern, weil du ja alles dafür getan hast, es zu verändern. Und jetzt liegt es nicht mehr in deiner Hand. Jetzt liegt es in der Hand des anderen. Und jetzt kann der andere entweder was tun oder nicht, aber du kannst Frieden schließen und du kannst sagen, okay, ich habe alles getan, was ich tun konnte. Mir geht es jetzt gut, ich löse mich von allem, mache das mit meiner CD zum Beispiel, ich löse mich von allem Negativen, von allem von früher, von allem, was mir nicht mehr gut tut und lasse es einfach. Und das ist akzeptieren. Das ist auch die Wut loslassen, das ist auch Vergebung. Lass es einfach so, wie es ist und leb dein Leben, denn du hast es probiert. Du hast alles getan dafür, was man tun kann, was ein Mensch tun kann und jetzt ist es nicht mehr in deiner Hand und du bist raus. Ich weiß nicht, ob dir diese Tipps was helfen. Ich würde mich wieder freuen, wenn du mir schreibst, wie es dir gegangen hat, ob du es ausprobiert hast, ob du selber schon so ein Beispiel hattest. Ansonsten gehe ich jetzt dann zum Vortrag. Endlich glücklich sein, ich freue mich schon. Und wir sehen uns wieder nächste Woche beim nächsten Video. Bis dann. Tschüss.